Viele Influencer-Eltern bringen nun ihren Kindern bei, wie sie sich eine Community aufbauen und selbst zu Stars werden. Ein paar von ihnen sind auch erfolgreich. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Während viele ihre Kinder schützen, gibt es andere, die ihre Kinder vorstellen und sie in ihrem Alltag und in der Instagram-Story einbauen. Nada und Luisa werden dafür sehr kritisiert, dass sie ihre Tochter oder nun auch ihren Sohn Nidal zeigen. Andere Influencer gehen sogar einen Schritt weiter, so wie Anne Wünsche, denn sie bringt ihrer Tochter bei, wie sie ihr Handy halten soll oder besser sprechen kann. Storytelling ist nämlich sehr wichtig. Auch die Kinder vom Rapper Bushido und seine Ehefrau Anna Maria werden jetzt kleine Stars. Allerdings sind sie schon ziemlich früh in Berührung gekommen mit den Medien. Immerhin wurden mehrere Dokumentationen gedreht, wo die Kinder zu sehen waren. Nun erzählt die Tochter von ihrem Alltag. Die Community ist begeistert. Andere wiederum kritisieren dieses Vorgehen. Schließlich sind es noch kleine Kinder und sollten lieber draußen spielen, als in der Internetwelt von ihrem Leben zu erzählen. Dazu gehört das, eins meiner Favoriten, Spoiler.